So, wie ihr seht, haben wir schon wieder zwei neue Eventaufgaben, nämlich einmal sammle die Aufnahme des Besuchers in Moisty Palms und Freezy Grove ein und lebe länger als die Gegner. So, wir machen aber als erstes, sammle die Aufnahme des Besuchers in Moisty Palms und Freezy Grove ein. Dazu gehe ich erst einmal in Gruppenkeile rein und hoffe halt, dass es eventuell in einer Runde machbar ist. So, dann, ihr seht unten den Code, eine Zahl kam hinzu. Die, die eben schon die Videos gesehen haben, haben natürlich die Zahl schon gesehen, aber alle neuen, die nicht wissen, was da unten mit dem Code auf sich hat, wie gesagt, ihr könnt bei mir einen 10 € Paysafe-Code knacken, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu, heißt, bei 470 Abonnenten kommt die nächste Zahl hinzu. Also, wenn ich dir schon öfters mal helfen konnte, lass doch gerne ein Abo da. Ihr wisst ja auch, Ladebildschirmzeit ist ja auch Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass gerne dein kostenloses Abo da. Wie gesagt, ihr helft mir, ich helfe euch. Ist halt so ein bisschen geben und nehmen. Und dafür werdet ihr noch mit 10 € belohnt. Also, ihr könnt eigentlich nur gewinnen. Ihr habt ja nichts zu verlieren in dem Sinne. So, wir gehen direkt mal rein. Hier bietet sich an, erst Moisty zu machen. Bei Moisty müssen wir dann ranzoomen auf das hohe Gebäude. Genau da müssen wir hin. So, da gehen wir nämlich als erstes hin, holen da die Kassette. Und dann müssen wir halt einfach mal gucken, ob wir es vielleicht auch in der Runde schaffen können. Aber das wird sich jetzt gleich erst entscheiden, wo die Zone dann ankommt. So, ihr müsst hier auf die Mauer. Da seht ihr schon die Kiste, die Kassette. Zack. Und schon habt ihr die Kassette. Dies hilft mir dabei, mich an alles zu erinnern. Ich hoffe inständig, dass ich nicht so verstumme wie andere vor mir. Bislang sieht es jedenfalls so aus. So, jetzt machen wir mal Trick 17. Ich baue mich nämlich jetzt hoch. Dreimal dürft ihr raten, was ich jetzt mache. Ich hoffe, ich lande nicht im Wasser. Zeit haben wir nämlich noch genug. Toll. Oder? Lande ich da unten? Ja. So. Einmal sterben lassen. Wie gesagt, Moisty Palms habt ihr ja gesehen. Auf dem Dach, auf dieser kleinen Mauer. So. Jetzt hätte ich mir den Punkt vielleicht mal vorher markieren sollen. Komm. Lass mich nicht so lange respawnen. Ich will nicht fallen. Zack. Da muss ich hin. So, jetzt gehen wir nämlich hin und gehen direkt rüber zu Crazy und holen uns da schon direkt die zweite. Ich hoffe halt nur, dass uns jetzt hier keiner nervt, weil dann kriegen wir das nämlich auch in einer Runde hin. Und wie gesagt, ihr könnt es gerne im Solo-Modus machen oder auch wie ich halt hier in dem Modus. Ist eigentlich relativ egal. Ich muss mir das nur mal gerade hier auf der Map markieren. Dann, 500 Meter. Aber hier könnt ihr halt immer, habt ihr immer die Gleiter und seid dadurch natürlich etwas schneller. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass mir hier kein Gegner auf den Keks geht. Zack, 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 zack. Ich höre nämlich schon einen. So, dann müssen wir nämlich in den großen Burgerladen, also ins Restaurant rein. Und da an dem Tisch werden wir nämlich die zweite Kassette finden. Aber wie ihr seht, wir sind beim Gegner im Bereich. Es könnte also sein, dass hier einiges los ist, was Gegner betrifft. Ich hoffe halt einfach, dass wir so reinkommen. Die Kassette jetzt sehen würde. Ich muss gerade selber noch mal gucken. Ah, die ist da. Da ist sie doch. Da habt ihr sie. Und schon haben wir die Aufgabe geschafft. Wie gesagt, ihr geht durch den Laden durch. Also ich zeig's euch noch mal. Aus der Schleife raus, als sie sich So, ausbreitete. da ist der Haupteingang. So wurde die Singularität angehalten und wir konnten die Geräte für den Und dann ist er hier. synchronisieren. Also ganz einfach zu schaffen.
Und ihr habt ja gesehen, in einer Runde machbar. Gut, die Zone hat ein bisschen mitgemacht. Baut euch hoch oder guckt, wie die Zone ist. Sterbt einfach. Ist ja egal. Und schon habt ihr das Ganze geschafft. Natürlich hat er gepumpt. Aber Hauptsache, die Aufgabe ist geschafft. So, dann gucken wir mal, was wir da als Belohnung bekommen. Wie gesagt, wenn ich dir damit schon helfen konnte, gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt auch gerne das Video nochmal zurückspulen, wenn ihr genau wissen wollt, wo es war. Aber ihr seht ja, ich habe es in einem Video geschafft, in einer Runde. Wie lange ist die Aufnahme jetzt? 5 Minuten. Und schon habt ihr die Aufgabe. Also 3 Minuten Gameplay und schwupp, seid ihr fertig mit der Aufgabe. Warte, warum wird mir jetzt hier nicht angezeigt? Ah, wird, ja. Auf jeden Fall, sie ist geschafft. Warum die mir gerade nicht anzeigen, dass ich die 5000 EP bekommen habe, keine Ahnung. Aber die holen wir uns natürlich auch gerne mit. Den Skin haben wir auch bekommen. Und da würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein und viel Spaß mit den Aufgaben. Wie gesagt, die andere Aufgabe werde ich euch gleich auch noch erklären, wie ihr das am besten macht. Ich würde sagen, haut rein.